perfekter Einstieg eigentlich für das Thema Ausdauer. Danke. Achtet drauf, welche Ausdauerform ihr braucht. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Bis dahin. Yo, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zum zweiten Teil der... Willkommen zum zweiten Teil, Fortsetzung folgt, vom Ausdauervideo. Wie ihr schon gesehen habt, im ersten Teil waren wir ja auf dem Weg zum Nutbush Forest und da sind wir jetzt auch. Hier gibt es einige neue Strecken und diese werde ich heute alle mal versuchen zu fahren. Es gibt viele Strecken, die auf keinen Fall in meinem Level sind. Und viele andere Jungs sind auch am Start heute. Das heißt, es wird eine coole Runde. Bis gleich auf der GoPro. Nach einem kurzen Warmfahren haben wir uns direkt die erste neue Line vorgenommen und die ist echt überraschend spaßig gewesen, vor allem am Ende mit einem Sprung, den ich wirklich nicht hab kommen sehen. Im Anschluss stand dann auch Line Nummer 2 auf dem Programm und viele haben hiervon schon gesprochen, dass sie einfach mega Bock macht und die musste ich natürlich auch ausprobieren. Allerdings war dann ziemlich schnell klar, dass sie nicht so einfach ist wie gedacht. Oh Scheiße. Einfach reinfuchsen. Viele neue Leute waren ja da und es war einfach super motivierend, mal wieder mit mehr Leuten hier irgendwie unterwegs zu sein, nicht irgendwo einsam und alleine auf irgendeinem Trail verloren zu sein. Deswegen Stück für Stück rangetastet und am Ende eigentlich ganz gut gemeistert. Für mich zumindest. Ach ja, und Pump Track ist übrigens hier so überhaupt nicht mein Ding. Doch nicht nur diese zwei neuen Lines waren neu verfügbar, sondern auch alte Lines wurden ein bisschen neu aufgebaut mit neuen Features und ein bisschen mehr Abwechslung. Und die wollte ich mir natürlich auch noch ein bisschen anschauen. Doch irgendwie war relativ schnell irgendwie die Luft hier raus und wir hatten irgendwie nicht mehr so Lust, so viel rumzuhüpfen. Und deswegen kam dann irgendwann der Entschluss, warum wir nicht noch auf die Suche gehen nach ein paar neuen Trails. Und der Marvin hatte da so eine Idee, denn er kennt sich ein bisschen besser aus als wir in der Umgebung und sagte, hey Jungs, ich kenne da noch ein paar geile Trails, die muss ich euch unbedingt mal zeigen. Und wie das abgelaufen ist, das seht ihr jetzt. Mit ein, zwei kleinen Sensationen. Zu einem, dort sehen Sie ein Zelt. Dieses Zelt ist naturbedingt erworben worden. Oh, so. Somit, wir werden es ganz smooth umfahren. Ne? So, dann unten an der Kreuzung werden wir uns rechts halten. Achtung auf Jogger across the street. Oh. And then you put the right side and then ja, jetzt fahr vor. Straight up, huh? And then left, ne? Doch wie sich dann leider rausgestellt hat, war dieser Trail bzw. dieser Spot einfach nicht mehr da. Also irgendwie abgerissen worden oder aus irgendwelchen Gründen einfach nicht mehr dort, wo Marvin es in Erinnerung hatte. Und ja, wir haben zwar ein paar Trails gefunden, die wir fahren konnten, aber da der Weg auch echt lang war
und gar nicht mal so läppisch von der Anstrengung her, war Steve dann doch irgendwie ein bisschen angepisst auf Marvin. Naja. Fahr doch mal hier runter. Mach doch einen scheiß ersten Gang rein. Du bist ein Motocross-Fahrer. Oh, ich hab so eine Eier, Junge. Mann. Ja, natürlich. Mach den ersten Gang rein. Geht der mir wieder auf den Sack. Mach den ersten Gang rein. Ja, das könnt ihr alles senden hier. Hier, könnt ihr den Baumstamm hochfahren, das könnt ihr senden. Das ist ein geiler Trail hier. So ein Arschloch wieder, ey. Nee, das fahren wir hoch, dachte ich. Ja, okay. Challenge. Erster Gang Challenge? Ja. Ja, mach mal. Okay, warte. Sehr gut, so. Muss auch on track sein. Ah. Junge, egal, zweiter Platz. Yo Leute, ich weiß nicht, wie meine Frise aussieht, oh, ziemlich durch mit Sicherheit vom Helm und Wind und so weiter. Ich bin jetzt am Rückweg vom Nutbush Forest zurück nach Hause. Ich muss sagen, war eine geile Runde, auch dass wir zum Schluss nochmal Trails gefahren sind mit den Jungs. Einfach ein bisschen rauskommen, ein paar neue Sachen gelernt. Die neue Line war am Ende relativ gut, war ich zufrieden mit mir. Und yes, ich hoffe, der Tag hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst mir gerne ein Abo da, weil ja, ich mache jede Woche 2 Videos und die Statistik ist Katastrophe. Ich zeige es euch mal hier unten. Ja, ändert mal was dran, bitte. Richtig schlimme Statistik. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.